meine heilige Beziehung. Ja. Dorothea, Tode, Kerstin, Silvia, Marianne. Ja, dann arbeiten wir mal weiter am Textbuch, was? Seid ihr dabei? Jupp. Komm, mach mal weiter. Komm, mach mal weiter, ja. Das Ego und die falsche, und das war Kapitel 4, 2, ja. Das Ego und die falsche Autonomie. Andreas hat ja eine sehr schöne Session über den ersten Teil dieses Kapitels gemacht. Ja, Andreas hat sogar die Aufzeichnung in die WhatsApp-Gruppe reingesendet, weil ich nicht da war. Ich habe mich gefreut, dass er eingesendet ist. Ja, ich habe mir auch noch mal, ich habe ihn mir auch noch mal angehört. Ja, Absatz 8. Ja. Ist der Hintergrundpegel für euch okay oder ist es zu laut? Sonst schicke ich meine Familie irgendwie hoch. Das ist voll okay, das ist voll okay. Wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, kann man ja nachhören. Ja, genau, danke. Kannst du mir vielleicht nochmal ganz genau sagen, Kapitel 4? Hast du Greuther Verlag? Ja. Dann Seite 58, das ist vielleicht am schnellsten. Okay. Danke auch von mir nochmal. Ja. Absatz 8 dann gleich, also linke Seite, unten, achte Absatz. Okay. Aber ich gehe auch ein bisschen, ich mache ab 7, ich nehme den letzten Abschnitt noch. Also ich mache ab 7, ja. Also Andreas hat einschließlich 7 gemacht, aber ich lese nochmal Nummer 7 vor. Und weil es so schön ist, nehme ich auch noch den ersten Satz. Ich kann nicht genug kriegen von Absatz 6. Nur diejenigen, die ein wirkliches und dauerhaftes Gefühl des Überflusses haben, können wahrhaft barmherzig sein. Das sind diese schönen Versprechen, auf die ich setze bei diesem Spiel. Ich setze darauf, ich wollte gerade schimpfen. Das sind diese Versprechen, auf die ich setze, wo ich sage, ja, das ist es mir doch wert. Meine Kompromisse, meine Vergleiche, meine Wünsche, hier doch was für mich zu organisieren, ein bisschen an Wohlbefinden, das mal einfach anzubieten. Ich muss es ja nicht mal opfern, sondern einfach nur anbieten. Ja, ich muss ja nichts abschneiden, was ich eigentlich scheine zu lieben, aber ich kann es doch einfach mal anbieten, ja. Und nicht sofort agieren und es schützen und verteidigen oder so. Und ich brauche diese Versprechen. Ich weiß nicht, ich brauche diese Versprechen, sonst habe ich keine Motivation. Nur diejenigen, die ein wirkliches und dauerhaftes Gefühl des Überflusses haben, können wahrhaft barmherzig sein. Also ich könnte die ganze Session wahrscheinlich bei diesem Satz einfach bleiben. Aber jetzt mache ich mal weiter bei 7. Das Ego lebt buchstäblich von Vergleichen. Gleichheit liegt jenseits dessen, was es erfassen kann, und Nächstenliebe wird unmöglich. Das Ego gibt nie aus dem Überfluss heraus, weil es als Ersatz dafür gemacht wurde. Das ist der Grund, weshalb das Konzept des Haben-Wollens im Denksystem des Ego aufkam. Begierden sind Mechanismen des Haben-Wollens und stellen das Bedürfnis des Egos dar, sich selber zu bestätigen. Das gilt genauso für die körperlichen Begierden wie für die sogenannten höheren Ego-Bedürfnisse. Leibliche Begierden sind nicht körperlichen Ursprungs. Das Ego betrachtet den Körper als sein Zuhause und versucht, sich durch den Körper zu befriedigen. Aber die Idee, dass dies möglich ist, ist eine Entscheidung des Geistes, bei dem völlige Verwirrung darüber eingetreten ist, was wirklich möglich ist. Also der Geist
ja, unser Geist ist verwirrt und jetzt lassen wir ihn einfach wieder, lassen wir uns die Haare kämmen. Und das zieht manchmal, aber kein Problem. Die Wichtel werden schon rausgekämmt. Wir sind verwirrt in unseren Bedürfnissen und eigentlich wollen wir alle nur Gott, aber dann ist es ja doch so, dass ich was zurückhalte oder mich immer noch in einem Körper finde mit seinen Beschränkungen oder in einer Gesellschaft befinde, wo mich Dinge aufregen können oder mir weggenommen werden können. Und in dem bin ich einfach nur wahnsinnig verwirrt. Ich meine, das brauche ich euch nicht erzählen, dass wir reinen Geistes sind, dass wir einfach nur Geist sein können. Und der Versuch in der Wahrnehmung, also in der physischen Wahrnehmung. Hey Leute, es ist ein bisschen zu laut für mich. Wolfgang, du musst schon ein bisschen dich drum kümmern, bitte. Wahrnehmung. Also, diese Welt ist, diese Wahrnehmung, diese Geräusche, dieser Laptop, diese Gesichter, die sind unsere Wahrnehmung und das ist es nicht. Im allerhöchsten Falle kann Gott durch sie sprechen. So. Im allerhöchsten Falle können sie genutzt werden, dass du Gott siehst. Und dann müsstest du eigentlich rein theoretisch sofort in den Himmel hüpfen und dich nicht an der Form aufhalten. Ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, höre ich Gott, bin ich erst doppelt verliebt in die physische Welt, so ungefähr, weil es mich dann, weil ich an der Form dann gerne kleben bleibe. Weil da war es doch, in den Momenten der Erkenntnis, da war doch was dran, muss ich nochmal umdrehen, das Spielzeug, weil da habe ich es doch gefunden irgendwie, in dem Gebet oder in der Person oder in der Mythologie, da kommen wir nämlich jetzt hin, ja. Da lese ich nämlich mal weiter. Das Ego glaubt, jetzt sind wir beim Absatz 8, ab jetzt geht es eigentlich los, ne? Absatz 8, Kapitel 4, unter Kapitel 2, Absatz 8. Oh. Ja, danke, dass ihr mit mir seid. Das Ego glaubt, es sei völlig auf sich gestellt, was lediglich eine andere Beschreibung dessen ist, wie es entstanden zu sein vermeint. Das ist ein so beängstigender Zustand, dass es sich nur noch an andere Egos wenden und versuchen kann, sich mit ihnen in einem schwachen Identifikationsversuch zu vereinen oder sie in einer ebenso schwachen Kraftdemonstration anzugreifen. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Wir wissen alle, dass es einfach ein wahnsinniger Zustand ist, getrennt zu sein und dann auch noch glauben, dass es wirklich wäre. Das kann ja nur Panik hervorrufen, weil es einfach nicht den Tatsachen, also es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht die Wahrheit. So. Es ist einfach entspricht einfach nicht der Realität. Geister sind verbunden, wir sind eines Geistes und alles andere ist einfach nicht richtig. Und natürlich wird sich das für immer unstimmig anfühlen. Egal, wie oft ich hier reinkarniert werde und wieder alles vergessen habe und wieder von vorne anfange und wieder versuche, es rauszukriegen. Es wird immer ein Gefühl der Unstimmigkeit sein, wenn ich was anderes denke, als dass ich verbunden bin, als dass ich wenigstens ein Teil bin eines Ganzen. Indem ich so fest verbunden bin, wie es gleich es selber zu sein, ja. Alles andere wird Angst erzeugen. Und deswegen ist dieser Versuch, mich getrennt zu erleben, einfach angsterregend.
Das ist ein so beängstigender Zustand, dass es sich nur noch an andere Egos wenden kann und versuchen kann, sich mit ihnen in einem schwachen Identifikationsversuch zu vereinigen oder sie in einer ebenso schwachen Kraftdemonstration anzugreifen. Allerdings steht es ihm nicht frei, die Prämisse in Frage zu stellen, weil die Prämisse sein Fundament ist. Ja, also ich kann, sobald ich zulasse, dass ich verbunden bin mit dir, ist aller Schmerz, alle Panik sofort verflogen. Dann ist aber auch das Ego verflogen. Und wenn ich das Ego behalten will, dann darf ich das einfach nicht zulassen. Und darum geht es ja eigentlich. Diese Ego-Bedürfnisse, und ich will überhaupt nicht moralisch werden oder so, also so religiös oder sowas, aber Die kann jetzt nicht die Mama. Ah, die Einladung von Hans. Danke. Wir haben eine Einladung bekommen zum Kindergeburtstag von Hans. Ja. Bitte schön. Willkommen. Was ist denn eigentlich eine Prämisse? Ja, Fundament, also Ausgangsposition, würde ich mal sagen. Aber ich, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also die Prämisse, was heißt eine Prämisse? Weiß das hier jemand? Prämisse, wer weiß es? Ich kann mal gucken. Voraussetzung. Danke, Kerstin. Ja, genau, Voraussetzung. Genau. Also die Voraussetzung des Egos ist halt nun mal sein Getrenntsein und sobald ich das in Frage stelle, löst es sich halt gleich selber auf. Deswegen kann es nur in Panik sein. Und also es ist selbsterklärend. Wie nennt man das? Es ist eine Tautologie, keine Ahnung. Es ist eine ja, es ist halt die Definition davon. Also der Gottessohn spielt das Spiel der Trennung und sobald ich der Tatsache ins Auge sehe, dass ich nicht getrennt bin, kann ich dieses Spiel halt nicht mehr spielen. Ja. Deswegen... Ja, und wenn ich dem dann Autonomie gegeben habe, dieser Idee der Trennung, dann denke ich, es sei wirklich oder hätte ein Eigenleben oder wäre etwas, was sich beschützen könnte. Es ist ja es kommt ja aus meiner Schöpfungskraft. Also, dann fange ich an, verwirrt zu werden, ja, um einfach zu sehen, okay, ich habe da ein Spiel gespielt, das mir keinen Nutzen bringt. Hier kurz vorher. In dem Kapitel heißt es ja auch hier mit dem Spielzeug, das, falls ihr euch von heute Morgen erinnern könnt, das Denksystem des Ego ich lese das nochmal vor, Absatz 5 in demselben Kapitel. Das Denksystem des Ego zu untergraben muss als schmerzhaft wahrgenommen werden, obwohl das alles andere als wahr ist. Ein kleines Kind schreit, also hier liebe ich den Kurs auch wieder so, weil er einfach da mal so ganz konkret wird an einen Augenblick lang, was ihm ja nicht so liegt, ne? Ist nicht so sein. Aber ein kleines Kind schreit vor Wut, wenn du ihm ein Messer oder eine Schere wegnimmst, obwohl es sich wohl schaden könnte, wenn du es nicht tätest. Also in diesem Sinne sind wir kleine Kinder und das ist ein schönes Beispiel. Du weißt, wie sehr du das Kind liebst und wie sehr du eigentlich nur für sein Wohl ausgerichtet bist. Und genauso ist es halt Gott, der nur das Erwachen und das Glück seines Sohnes sucht. Und in dem kann ich einfach so vertrauen, einfach nur vertrauen. Ja? Und das ist, wo ich mich auch gerade finde in diesen Kapiteln, dass es mich ins Schwanken bringt und das ist für mich auch so eine Art Liebeskummer,
hochholt, so eine Art, oh, hier muss ich vielleicht doch was opfern und es wäre doch so schön gewesen oder ich habe es ja doch irgendwie lieb. Also zum Beispiel geht es hier weiter. Das Ego ist die Überzeugung des gespaltenen Geistes, dass es völlig auf sich gestellt ist. Die unablässigen Versuche des Ego, die Anerkennung des reinen Geistes zu erlangen und auf diese Weise seine eigene Existenz zu begründen, sind nutzlos. Der reine Geist ist in seiner Erkenntnis des Ego nicht wahr, nicht gewahr. Also eigentlich wollte ich zu den Mythologien, also, aber bleiben wir mal da, wo der Text ist. Der reine Geist ist dem Ego gar nicht gewahr. Er greift es nicht an, er kann es sich einfach überhaupt nicht denken. Also mir hilft da jetzt so auch dieser Gedanke, okay, ich schlafe, ich erträume mir diese physische Welt. Gott träumt die nicht, er ist wach. Mein Vater, mein Schöpfer träumt diese Welt nicht, darin bin ich alleine. Aber meine, im übertragenen Sinne, meine Person, meine Person. Bitte ein bisschen ruhiger da hinten. Ja, was ist mit deiner Person? Im übertragenen Sinne meine Person. Also das Kind Gottes, ja, das ist bei Gott. Das ist die ganze Zeit bei Gott. Und wird da umsorgt und geliebt, ja, und dafür ist alles gesorgt. Das ist wirklich wie, es ist eine sehr schöne Analogie, die Idee des Traumes, ja, dass wir wirklich, dass das ein Schlaf ist, dass das einfach nicht der Tatsachen entspricht, was wir hier erleben. Wir wissen das und wir erfreuen uns daran, dass wir diese Erkenntnis oder diese Informationen zulassen dürfen, können, wollen, ja, dass wir die haben, diese Informationen. Das Leben ist aus dem Stoff, wie Träume sind, hat Shakespeare geschrieben im Sommernachtstraum. Das habe ich mit 15 Mal auf einem Plakat gelesen und es hat mich getriggert, sofort. Das Leben ist aus dem Stoff, wie Träume sind. Diese Welt ist ein Traum und diese Idee der Trennung. Während das Ego sich des reinen Geistes ebenso wenig bewusst ist, nimmt es dennoch wahr, dass es von etwas Größerem als es selbst zurückgewiesen wird. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Alltagsbewusstsein, ja, also in dem Moment, wo ich mich nicht mit dir verbinde und einfach nur die Freude wahr sein lasse, ja, ist immer dieses Klopfen oder dieses Nagen, dieses kann ich machen, aber mit einem Kaffee wäre es doch besser ein permanentes oder eigentlich bei allen meinen Plänen, die ich vorhabe, ich kann eigentlich sagen, von allen Plänen, die ich vorhabe, ist dieses Klopfen oder dieses Kratzen, dass es nicht die Wahrheit ist. Also das ist, und ich denke, das ist tatsächlich das Ego, das ich selbst noch für wirklich halte oder mit dem ich mich noch identifiziere, das einfach spürt, dass es keine Macht über die Wirklichkeit hat, dass es bedeutungslos ist, was ich hier versuche zu behaupten oder auch, einfach, weil ich hier zufällig bin. Also hier Mutter zu sein oder eine Webseite zu kreieren, damit ich irgendwie meine Selbstständigkeit fortführen kann oder Steuererklärung oder einen Urlaub buchen oder Besuch empfangen. Also im Grunde, wenn ich nicht ganz darin aufgebe, surrender, loslasse, ganz und gar einfach bereit bin einzusehen, dass es eigentlich sogar Schmerz ist. Ja, ich meine, es ist Schmerz. Wenn ich mich da sehe, wie ich am Computer versuche, Ordnung zu schaffen. Es ist einfach nur Schmerz. Es ist von vorne bis hinten Schmerz. Und
ich akzeptiere es als meinen natürlichen Zustand, weil ich mir denke, das ist halt so und irgendwann wird es anders sein. Aber erst, wenn ich wirklich einsehe, oh, ich bin hier machtlos, ich kann das nicht hier organisieren, ich reite ein totes Pferd, dann erst lässt so diese Schuld nach, dieses Gefühl dieses Unzulänglichkeit, das spricht mir so aus dem Herzen. Genau, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, genau, dieses Gefühl von ich muss ja alles schaffen, wie mache ich das nur und ja, und das, obwohl ich ja spirituell gebildet bin, sag ich mal, und ja weiß, nee, eigentlich muss ich nur rausgehen und meditieren oder sowas, oder Fakt ist, dass ich es dann nicht tue, weil ich will noch schnell gerne das und das aufräumen oder sowas. Und ja, oder das auch hat mal was Gutes selber tun, also oder auch mal dir selbst was Gutes tun, eine Badewanne nehmen, etc. Genau. Das sind alles diese Versuche, sich selbst glücklich zu machen. Und denen unterliege ich total. Also ich bin total süchtig oder total machtlos Nicht wirklich? Ja, nicht wirklich, aber im Sinne von... Wenn man den Gedanken... Ja, ich sehe mich ja dann auch, wie ich selber versuche, dann Lösungswege zu kreieren. Und darin bin ich tatsächlich machtlos. Ich bin natürlich gar nicht machtlos, wenn ich eben surrender, wenn ich wirklich mich hingebe und erkenne, okay, Schmerz ist Schmerz, also wenn ich den Schmerz erkenne, wenn ich den Schmerz zulasse und wenn ich eine Entscheidung treffe, also das merke ich auch ganz stark, wenn ich wirklich nochmal den Wumm, also es ist gar nicht so einfach, wirklich den Punkt zu finden, wo ich diese Entscheidung wirklich auch meine, wo ich wirklich sage, okay, hier entsage ich mal meinen Bedürfnissen. Also nicht, dass ich sie nicht alle bestellt kriegen werde und so weiter, aber jetzt lasse ich mich von diesen Bedürfnissen nicht diktieren. Und wenn es dann hart auf hart kommt und ich das wirklich sehe, was ich eigentlich will, dann ist es so eine Erleichterung und so eine Freude, alles herzugeben. Also alles herzugeben. Geld, Ruhm, Anerkennung, Befriedigung, Hunger, Befriedigung, alles diese Bedürfnisse, Schmerz, Linderung, keine Ahnung, alles das, wenn ich den richtigen Moment erwische, ist das so eine Freude, das anzubieten und davon frei zu werden. Dann ist da überhaupt kein Opfern drin. Es ist meine Freude. Weil es mich erinnert, dass ich nicht das bin. Das schon alleine macht mich, gibt mir die Motivation. Und mir zeigen zu lassen, was hinter diesem Bedürfnis ist, Kaffee trinken zu wollen. Und dann geht es hier weiter. Während das Ego sich des reinen Geistes ebenso wenig bewusst ist, nimmt es dennoch wahr, dass es von etwas Größerem als es selbst zurückgewiesen wird. Deshalb muss Selbstachtung im Sinne des Egos wahnhaft sein. Ja. Selbstakzeptanz, was so wichtig ist. Wie meinst du das, Dorothea? Das ist so wichtig für mich, für dich, für uns. Dich anzunehmen. Akzeptiere die Sühne für mich. Parallel dazu. Ich akzeptiere, ich nehme an, ich nehme mich selbst, wie ich wirklich, wirklich bin. Ich nehme mich an, liebe mich. So, so wichtig. Eben nicht in den, ich nehme mich an, wo ich mich finde. Mit der Information, dass Abwehrmechanismen erzeugen, was sie abwehren sollen. Also wie war die Lektion noch vor 2 Tagen? Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Unverletzlichkeit. Wir wissen das jetzt. Wenn ich jetzt versuche, es irgendwie zu verbessern, ist das schon ein Angriffsgedanken auf mich selbst. Wenn ich versuche,
gesünder zu essen, ist das ein Angriffsgedanke auf mich selbst. Wenn ich versuche, spirituell disziplinierter zu sein, ist das ein Angriffsgedanke auf mich selbst. So. Weil ich immer die Gegenwart verleugne. Weil ich in jedem Fall die Gegenwart verleugne. Und und Selbstakzeptanz klingt seltsam, ne? Weil eigentlich ist es doch, dein Selbst ist dein Glück. Ne? Also das muss man ja nicht akzeptieren. Also dem läuft man ja freudig entgegen. Ja? Aber genau da ist ja auch diese Verwirrung. Erstmal hier ankommen, ja. Erstmal durch deine Urteile loslassen. Das ist dann Selbstakzeptanz. Ne? Einfach mal diese Urteile, diese ganze Geringschätzung, diese ganze Verachtung, in die ich mich hineinmanövriere, weil ich immer nur Unzulänglichkeit in der Trennung erfahre. Logisch, was denn sonst, ja? Einfach mal da diese Urteile fahren zu lassen, und das verstehe ich unter Selbstakzeptanz. So. Denke ich mal, Dorothea, oder? Ja, ne? Ja. Und jetzt geht es halt weiter hier. Ich habe keine Ahnung, wieso er das hier schreibt. Ich habe heute lange drüber nachgedacht. Deshalb muss Selbstachtung im Sinne des Egos wahnhaft sein. Gottes Schöpfung erschaffen keine Mythen, obwohl das schöpferische Bemühen auf Mythologie gerichtet werden kann. Das geht allerdings nur unter einer Bedingung. Was es dann macht, ist nicht mehr schöpferisch. Mythen gehören ganz dem Bereich der Wahrnehmung an und sind in ihrer Form derart doppeldeutig und in ihrem Wesen nach so typisch gut und böse, dass sogar der wohlwollendste Mythos nicht ohne furchterregende Beiklang ist. Ich habe länger darüber nachgedacht und mich irgendwie gewundert, dass Jesus das jetzt so betont mit den Mythen und wieso das jetzt wichtig ist. Ich meine, ich wollte ihm dann schon so diktieren, also hätte nicht irgendwie Geschichten sagen können, das bezieht sich dann wenigstens auf alles irgendwie, auf alle Geschichten, auf alles einfach. Klar, alles ist Geschichte, das sind meine Geschichten, da kann ich es ja noch verstehen, aber wenn er jetzt hier so Mythologie erwähnt, wieso denn so komisch und so weiter. Und dann, da bringt er mich einfach mal dazu, dann wieder demütig zu werden und einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich muss hier nichts rauskriegen. Für mich sind es nehmen wir den Mythos Kreuzigung. Jesus, also das ist vielleicht, was er meint. Also zum Beispiel eine Geschichte ist die Kreuzigung von Jesus Christus und was daraus alles entsprungen ist. Was für Mythen, was für Märchen, was für Ideen, welche Ängste auch und welche Grausamkeit und so weiter. Und das war ja alles nie gemeint. Im Grunde war ja nur, hey, es ist nichts bedroht. Es ist ja keine Geschichte. Er wollte keine Geschichte erzählen. Er wollte einfach nur sagen, komm nach Hause, es ist nichts bedroht. Ich bin nicht, was du denkst, was du hier siehst. Also ich will eigentlich überhaupt nichts erzählen. Ich will dir einfach nur zulächeln hier in dem Horrorfilm, ja, und dir zuwinken, ist alles, ist nicht wahr, hallo, du schläfst. Und was machen wir daraus? Wir machen einfach noch mehr Zeit und noch mehr Mythologie und lieben es so sehr. Und dann wieder die Aufarbeitung der Geschichten, der falsch interpretierten Geschichten und die Wiedergutmachungsversuche und ja, da sind 2000 Jahre schnell vergangen, so, das passiert dann ratzifatzi, jeder ja, jetzt haben wir wieder die Chance. Jetzt sind wir an der genau gleichen Stelle. Wir sind dann wieder die Chance, aufzuerstehen zu unserem Vater. An anderer Stelle, jetzt auch in den letzten vergangenen Kapiteln, da sagt er so eindringend, so deutlich, die Auferstehung ist einfach, dass der Christus hat erkannt, dass sein Wille und der Wille Gottes eins ist. Ganz einfach. Das ist Auferstehung.
Also wenn der Wille Gottes und mein Wille eins werden, das ist die Auferstehung. Oder Punkt Ausschluss, das ist was Auferstehung, das ist dein tägliches Business. Also so, ist keine große Sache, hat nichts mit einer Geschichte zu tun, das ist einfach nur, wo bin ich, wo ist der Wille Gottes und meiner eins und da gehe ich hin. Du Liebe. Ja, ich liebe. Das geht allerdings nur unter einer Bedingung. Was er dann macht, ist nicht mehr schöpferisch. Also ich nehme die Liebe Gottes, ich nehme die Inspiration und kreiere eine Welt, eine Mythologie. Mythen gehören ganz dem Bereich der Wahrnehmung an und sind in ihrer Form derart doppeldeutig und ihrem Wesen nach so typisch gut und böse, dass sogar der wohlwollendste Mythos nicht ohne furchterregenden Beiklangs ist. Ja, also ich verstehe das so. Also erstmal gehe ich in Widerstand, nur mal so zu beschreiben. Ja, so, hä, wieso denn jetzt, ich meine, so manch ein Film hat mich schon Gott näher gebracht. So, wieso soll ich denn das jetzt irgendwie kritisieren oder so? Aber was er sagt ist, es sind halt nicht die Geschichten. Ich winke dir nur durch alles durch, ob es nur eine Geschichte ist oder ob es hier der Kater ist oder ob es mein Sohn ist oder die Couch. Ich lächle dir zu, ja, und ich nutze alles dafür. Aber es ist nicht die Geschichte, es ist nicht die Couch, es ist nicht der Kater. Es ist, es bin ich. Ja, okay, aber ich liebe meine Geschichten so. Ich habe so viel rein investiert, die sind so schön und so intelligent und so poetisch und so. Ach, und was hatte ich nicht alles für schöne Erkenntnisse? Ich muss das alles jetzt doof finden oder so? Oder Sex? Irgendwie ist das, war doch gut, war doch schön und so. Ja, aber das spielt jetzt alles keine Rolle. Es spielt einfach alles keine Rolle. Sind das nicht unsere Gaben? Diese, um anderen dann mit diesen einen Kurs in Wundern näher zu bringen. Kann man nutzen, ja. Klar, es wird alles genutzt. Es wird alles genutzt, was du ihm anbietest. Das ist ja das Schöne. Aber wahr ist nichts, also wahr ist nur Gott. Wahr ist nur das Lächeln Gottes, das dir zuzwinkert, dass du schläfst. So, das deutet auf die Wahrheit hin. Und ja, ich habe, als ich das gelesen habe heute, hat es mich schon in den Widerstand gebracht. Weil, Leute, als ich das erste Mal erwachte Momente hatte in meinem Leben, ja, 2001, ich weiß noch genau, Weihnachten 2002, also 2000, um Dezember herum, also Weihnachten herum, vor Weihnachten, da hatte ich meine ersten Erwachungsmomente und da habe ich an der Uni studiert und es ging um Mythologie, ja, griechische Mythologie und die ich zu der Zeit hatte, die für mich voll neu war halt, alles ist eins, bla 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 und halt, alles sagt dasselbe. Das war so, wie ich es in Worte fassen konnte für mich, ja. Was ich dann in der Lektion, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott, wiedergefunden habe, ja. Alles sagt dasselbe. Und ich war total fasziniert davon, dass jede Geschichte mir dasselbe erzählt, ja. Von der Liebe Gottes berichtet, ja. Und alles, jeder, und dann saß ich in der Vorlesung über griechische Mythologie in Weißensee an der Hochschule und ich höre mir diese Mythen halt an und fall vom Stuhl, weil das alles von Gott berichtet, ja, alles hat mir von Gott berichtet, selbst diese Mythologie eben und jetzt lese ich hier, ja, Mythologie, ja, und zwar und so und da war ich dann erstmal im Widerstand, hey, da hatte ich meine erste Erkenntnis mit, so. Wieso nimmst du mir das? Ja, also, und das ist aber gut. Also, lass dich nicht davon ängstigen, weil
Nur diejenigen, die ein wirkliches und dauerhaftes Gefühl des Überflusses haben, können wahrhaft barmherzig sein. Also, weil er verspricht dir hier was. Ja, er verspricht dir hier was. Und ich muss halt meine glückliche Kindheit oder meine heilige Beziehung oder meine schönen Geschichten, da muss ich ja, ich muss halt alles anbieten. Ich träume eben. Ich träume und fehlinterpretiere die ganze Zeit. Deswegen auch, also ich bleibe immer an der Form hängen, was ich nicht verstehe, weil wenn ich, wieso sollte ich das? Aber Fakt ist, ich erfahre Gott und mache sofort voll die Welt draus. Ich mache Religionen, ich mache Liebesbeziehungen, ich mache whatever, ja. Also ich mache Bücher, ich schreibe Bücher, was weiß ich, ja. Also, oder ich mache, und das ist alles schön und gut, da ist ja nichts falsch dran, ja. Aber es ist halt nicht, was wir, also, es ist, ich sage nur, ich beobachte das, ja. Anstatt in Gott zu verschwinden, ja, mache ich eine Welt draus. Und da kann man auch nichts gegen tun. Also meine Zeit ist, wenn ich noch Bedürfnisse habe, die ich ausspielen will, dann werde ich die ausspielen. So oder so. Da habe ich irgendwie auch dann nichts zu melden. Aber es zu beobachten und dann irgendwo den Moment zu finden, wo ich sagen kann, okay, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, das ist schon eine schöne Sache. Und dann zu sehen, dass dir das viel mehr gibt, mir viel mehr Freiheit und Gelassenheit, dann wird es halt lecker. Dann denkt man sich, okay, das lohnt sich doch. Wir werden halt älter. Wir werden, also im positiven Sinne, wir lernen. So lange, bis wir nichts mehr zu lernen gibt. Und da war was, das habe ich jetzt vergessen, noch war noch so ein Gedanke, aber ich komme ja heute überhaupt nicht weit, wenn ich hier so lange zusammen weitermache. Ja, wir sind halt immer noch am Anfang. Und wir sind immer noch am Anfang. Ne? Hat er doch vor gestern oder so geschrieben. Ah nee, heute noch. Heute noch, weil heute schon, ja. Heute noch. Ah, Mythos gehören ganz dem Bereich der Wahrnehmung an. Ja, Wahrnehmung, genau. Ich bleibe dann immer an der Wahrnehmung hängen. Bei welchem Vers sind wir denn gerade? Letzter Satz im achten noch. Wir sind immer noch im achten, im ersten Absatz. letzter Satz. Ja, klar. Ja. Was es dann macht, ist nicht mehr, was es dann macht, ist nicht mehr schöpferisch. Mythen gehören ganz dem Bereich der Wahrnehmung an und sind in ihrer Form derart doppeldeutig und in ihrem Wesen nach so typisch gut und böse, dass sogar der wohlwollendste Mythos nicht ohne furchterregender beikommt. Ja, also Märchen und so, das ist ja das Gleiche. Ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeschaut in einem Aufschrieb, den ich gemacht habe bei einem Kurs von Veit Lindau, und er hat die Mythen, oder ich habe es mir selber rausgeschaut, Mythen sind Geheimnisse, ja. Und Gott hat ja alle Geheimnisse offenbart. Ja, schön, danke. Ja, ich war, ja, okay, Geheimnisse. Ja, ich komme da irgendwie, für mich ist das, ich, okay, muss ich so akzeptieren, Mythen sind Geheimnisse. Ja. Ja. Und Märchen, wird da ein Unterschied gemacht zwischen Märchen oder ein Spielfilm oder eine Serie? Oder? Märchen sind mystisch, ne? Also, wenn Hänsel und Gretel an der Hand in den Wald geführt werden und die Sterne leuchten und die Sterne quellen auf dem Boden oder irgendwie die Brotkrumen haben nichts genutzt, sie fanden nicht heim und so, oder diese glitzernden Sterne, diese Steinchen, diese leuchtenden, da kamen sie immer wieder nach Hause und so. Das ist also einfach alles so geheimnisvoll, so mystisch, so, ja, halt unbeschreiblich. Geheimnisvoll ist unbeschreiblich. Und Mythen sind eben auch unbeschreiblich und man kann es nicht erklären oder verstehen und ja, gehören der Wahrnehmung an. Mhm. Okay. Und die böse Hexe und das Wahre und... Ja, kennt ihr die Filme von David Lynch? Nee, das hast du schon mal gesagt. Mhm. Ich? Ich kenn's nicht. Also die sind so extrem mystisch. Also zum Beispiel, ich meine, kann man alles nicht. Oder Herr der Ringe vielleicht auch sowas, gell? Aber ja, nochmal ganz anders. Aber
jetzt, wo du das so ins Detail gehst, also ich habe eine Wahnsinnsfaszination gehabt oder gerade so in guten, also für mich gute Filme. Hitchcock zum Beispiel auch, ja, Hitchcock auch. Also, nee, die sind von David Lynch. Die Bücher gelesen, die drei Fragezeichen. Wow, waren die spannend. Drei Fragezeichen von Hitchcock? Nett, oder? Gar nicht. Ja, oder? Ja, ja, aber jetzt war hier, ich würde nochmal sagen. Fragezeichen habe ich da auch gelesen. Fragezeichen, die ist doch Hitchcock, oder? Kinderbücher. Ja, ja. Drei Fragezeichen, Kinderbücher. Naja, klar. Au, au, ich habe Pumuckl gehört. Pumuckl, ja. Ja, 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 was ich sagen will, ist, also was ich mich da lehren will, das ist, dass ich lange Zeit schon große, also weil ich auch Kunst studiert habe und so, große Faszination hatte an diesem Geheimnisvollen. Also in der Kunst zum Beispiel, da war es ganz wichtig, dass man immer das Geheimnisvolle, also das, wo die Energie ist, ja. Und wo man es halt nicht versteht. So, ne? Ja, genau. Wo man es nicht versteht. Genau, und deswegen ist das für dich Offenbarung. Nur für dich. Offenbarung ist immer ganz individuell. Das weiß ich ja, gell? Ja, ja, aber ich denke mir gerade, dass es eher Verwirrung gewesen ist. Aber nee. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lesen einfach mal weiter. Also Mythen und, aber da kommt es schon hier. Jetzt bin ich beim Absatz 9. Mythen und Magie stehen in enger Verbindung zueinander. Da Mythen sich gewöhnlich auf die Ursprünge des Ego beziehen, Magie auf die Kräfte, die sich das Ego zuschreibt. Ja, interessant. Mhm. Interessant, ja. Mythologische Systeme enthalten gewöhnlich irgendeinen Bericht über die Schöpfung und bringen diesen mit ihrer besonderen Form der Magie in Verbindung. Der sogenannte Kampf ums Überleben ist nur das Ringen des Ego um Selbsterhaltung und seine Deutung seiner eigenen Anfänge. Mhm. Diese Anfänge werden gewöhnlich mit der körperlichen Geburt in Verbindung gebracht, weil man schwerlich behaupten kann, dass das Ego schon vor jenem Zeitpunkt existierte. Ich weiß doch. So spannend. Die religiöser orientierten Ego-Anhänger glauben vielleicht, dass die Seele vorher existierte und dass sie nach einem vorübergehenden Fall in das Ego-Leben weiter existieren wird. Selbst das nimmt er uns. Einige glauben sogar, dass die Seele für diesen Fehltritt bestraft werden wird. Die Erlösung betrifft jedoch nicht den reinen Geist, der nicht in Gefahr ist und nicht erlöst zu werden braucht. Punkt, ja. Also das, wovon hier die Rede ist, hat einfach mit nichts und gar nichts zu tun, was ich mir hier je ausgedacht habe. Und das bringt mich vielleicht in den nötigen Zustand der Demut, zurückzutreten. Deswegen der ganze Aufwand, deswegen so ein dickes Buch. Die Erlösung ist nichts anderes als Rechtgesinntheit, die nicht die Einsgesinntheit des Heiligen Geistes ist, jedoch erlangt werden muss, bevor die Einsgesinntheit wiederhergestellt wird. Rechtgesinntheit führt von selbst zum nächsten Schritt, weil richtige Wahrnehmung durchweg angriffslos ist und daher wird die Falschgesinntheit ausgelöscht. Ja, und da bin ich auch gerade in so einer Erfahrung, wo ich mit widerstreitenden Wünschen zu tun habe. Oh, ich will das, aber dann muss ich das opfern. Und oh, ich will eigentlich beides, aber eindeutig lässt sich das nicht vereinen, zumindest nicht aus meinen vergangenen Lernen heraus. Und bin doch halt so in der Welt, in der Wahrnehmung, in irgendwelchen Ideen, die ich gerne verwirklicht haben will. Und es geht auch eine Weile gut und so weiter. Und irgendwann kommt einfach der Punkt, so jetzt entscheide ich wirklich, ja. Und auf einmal merke ich, ja klar, ich entscheide mich für
Ich entscheide mich. Okay, ich entscheide mich. Na, dafür bin ich doch, also ich entscheide mich für den Frieden, ja. Ich will jetzt nicht hier das Besondere oder hier das Besondere oder den Glimmer oder das Glitzern, sondern ich will einfach den Frieden. Und ich meine es viel konkreter, als ich das jetzt hier formuliere, aber in dieser Entscheidung werde ich auf einmal rechtgesinnt. Und das ist so eine Erleichterung, wenn ich auf einmal merke, ach, wirklich, ich muss nicht auf meine Bedürfnisse, ich muss ja hier nicht Träume verwirklichen. Genau, das ist es ja. Ich muss nicht Träume verwirklichen. Es schließt es überhaupt nicht aus, aber ich darf zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Also ich bin alt genug, ich bin erwachsen genug. Ja. Und dann komme ich auf einmal in den rechtgesinnten Geist. Und vorher war ich noch hier verheddert mit Selbstverwirklichung und allen möglichen Ideen der Verwirklichung, ja, mit Mythen halt, ja, mit Inspiration, gemischt mit Inspiration und Halbwahrheiten und so weiter und heiligen Beziehungen, whatever, ja. Und dann kommt es, hey, stopp, ich will hier wirklich den Frieden Gottes, ich will jetzt mal hier wirklich about my father's business sein, ja, und ich will mich gerne dem stellen, in Gott, mit Gottes Hilfe werde ich schon den Weg gezeigt bekommen, ja, also, und auf die Karte setze ich einfach und schwupp bin ich im rechtgesinnten Geist und ich fühle, wie die Schuld und der Konflikt einfach abfällt, und das ist so ein schöner, sehr erfahrbarer Moment, und ja, der wozu das ganze Leben ja dient, ne? Und jeder schon tausendmal erlebt hat. Es kann nicht oft genug betont werden, dass die Berichtigung der Wahrnehmung lediglich ein vorübergehender Notbehelf ist. Warte, ich glaube, jetzt habe ich was übersprungen, oder? Das Ego kann ohne Urteil nicht, ja, genau. Also Absatz 10. Nochmal die letzten Sätze. Die Erlösung ist nichts anderes als Rechtgesinntheit, die nicht die Einsgesinntheit des Heiligen Geistes ist, jedoch erlangt werden muss, bevor die Einsgesinntheit wiederhergestellt wird. Rechtgesinntheit führt von selbst zum nächsten Schritt, weil richtige Wahrnehmung durchweg angriffslos ist. Und daher wird die Falschgesinntheit ausgelöscht. Das Ego kann ohne Urteil nicht überleben und wird entsprechend weggelegt. Dann gibt es nur noch eine Richtung, in die der Geist sich bewegen kann. Seine Richtung ergibt sich immer von selbst, weil sie zwangsläufig von dem Denksystem vorgegeben wird, dessen Anhänger er ist. So, jetzt will ich mal einfach kurz innehalten und nochmal so richtig euch zulassen, dich zulassen, meine Dankbarkeit zulassen. Meine Liebe zu dir zulassen. Mir von dir den Gedanken geben lassen. Ich muss mich nicht hier wie so Tarzan durch den Urwald schlagen mit dem Kurs, sondern es ist einfach die reife Frucht fällt dir einfach in die Hand. Also es gibt tatsächlich eine Wahrnehmung, nämlich die richtige Wahrnehmung, die durchweg angriffslos ist. In der richtigen Wahrnehmung will ich einfach nur jeden und alles lieben. Da will ich niemanden ausschließen, das ist tatsächlich so. Da will ich niemanden ausschließen oder niemanden, da ist mir einfach jeder wichtig. Jeder, der mir über den Weg läuft, ist mir so wichtig, dass ich habe das Bedürfnis, hilfreich zu sein, das ehrliche Bedürfnis, hilfreich zu sein. Weil ich
die Harmonie Gottes in mir spüre und die ausdehnen möchte. Und da will ich mich von niemandem trennen und da will ich niemanden kritisieren oder ausgrenzen oder anders haben, sondern ich will einfach nur da im rechtgesinnten Geist will ich wirklich meinem Bruder die Hand halten und für ihn da sein, ja. Total selbstlos sozusagen, ja. Also da geht es mir nicht mehr um mich und meine Bedürfnisse. Da geht es mir nicht mehr um dieses Haben-Wollen, ne? Wovon wir vorhin gesprochen haben. Ich will nichts mehr. Ich will doch was haben. Ich will dann tatsächlich deinen Frieden, ja. Es hört sich so altruistisch an, aber ihr wisst ja genau, was damit gemeint ist. Es ist nämlich, dein Frieden ist mein Frieden. Und dann, wenn du mich darum bittest, für dich da zu sein, dann bleibe ich natürlich für dich da. Da habe ich kein anderes Bedürfnis. Und denke dir, oh, jetzt muss ich aber irgendwie meinen Tatort opfern oder sowas, wie du eigentlich gucken wollte. Ja, und nee. Und dann kommst du sofort in die Rechtgesinntheit. Was hat dich, also sofort merkst du auch, wie schön, dass ich nicht Tatort gucken muss, ja. Wie schön, dass ich jetzt bei dir sein kann, ja. Also so, das ist, es dauert einen Moment, ihr wisst, was ich meine, sonst könntet ihr nicht lachen. aber das ist diese Rechtgesinntheit. Und das ist ja noch nicht die Erkenntnis des Einsgesinntheit, bla bla bla. Ich mache jetzt mal weiter, Absatz 11. Dann sind wir nämlich auch durch. Es kann nicht oft genug betont werden. Und die letzten Paragraphen sind ja meistens die schönsten. Das will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Es kann nicht oft genug betont werden, dass die Berichtigung der Wahrnehmung lediglich ein vorübergehender Notbehelf ist. Er ist nur deshalb nötig, weil Fehlwahrnehmung eine Blockade für die Erkenntnis ist. Während die konkrete Wahrnehmung ein Sprungbrett zu ihr hin ist. Wenn ich jetzt nochmal zu den Mythologien gehe, wenn ich mich halt mit, ja, wenn ich ganz einfach, wenn ich in der Geschichte, welche auch immer, und wenn es ein Horrorfilm ist, ja, wenn ich da jetzt nur das Glimmer und das Glitzern und das Mystische und das Unheimliche oder sowas sehe, dann bin ich natürlich, dann träume ich halt. Das heißt, ich nehme fehl wahr, ja. Aber wenn ich die Perfektion zum Beispiel des Regisseurs sehe, des Geistes des Regisseurs, der das zusammengesetzt hat in einer Brillanz, ja, dann habe ich da die Chance, rauszuspringen sozusagen, über den Mythos hinaus. Weil da sehe ich eine Schönheit, die mich in den Geist führt und wo ich mich eins fühle, dass er mich so abholen kann zum Beispiel, ja. Und das ist dann das Sprungbrett. Also wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, The Revolutionary Road. Das ist ein Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und das ist so ein Drama, ein Beziehungsdrama, ja. Und ich habe den gesehen, Amerika damals, auf Englisch, müsst ihr euch den anschauen, wenn ihr den euch anschaut. Und es ist wirklich nur ein Drama und endet total schlecht und traurig und ganz schlimm, ja. Aber ich fand den so toll gemacht, also so gut in seiner Einfachheit. Das ist eine ganz simple Story eigentlich. Aber ich fand es so, diese Symbole, die er da genutzt hat und so weiter, ich fand es ganz, damals habe ich ihn einfach geliebt und ich weiß nicht wieso, obwohl es wirklich ein schauerlicher Film ist. Keine Vergebung in dem Film weit und breit, ja, von der Geschichte her, von der Mythologie her. Aber ich war einfach dann so verzückt. Ich wusste nicht, was soll ich machen? Wieso? Eigentlich kann ich diesen Film nicht rechtfertigen, ja. Aber dann dachte ich, oh wow, dann war ich einfach bei dem Geist des Regisseurs, dass er mir das gibt, wo er mich da irgendwie so abholt. Und wie schön das ist. Und ich habe mich verbunden gefühlt mit dem, ich kann mal Regisseur nicht aussprechen, das mache ich immer falsch. Also mit dem Film.
und habe mich eins gefühlt mit ihm, ja, so, boah, wie kann der das so, und da habe ich dann sozusagen die korrigierte, die Wahrnehmung so genutzt, dass sie mir als Springbrett diente, mich verbunden zu fühlen. Und für den Moment ist das gut. Ich kann den Film immer noch nicht jetzt rechtfertigen oder empfehlen oder sowas. Der ist vergangen, ja. Aber diese Verbindung mit dem, der das halt gemacht hat, mit dem Geist dahinter, das war ein heiliger Augenblick oder ist ein heiliger Augenblick. Der ist ja immer noch da. Ah, jeder liebevolle Gedanke wird sorgfältig aufgehoben, ja. Und es ist für mich eine schöne und schön, ja, ich bin euch dankbar, dass ich diese Geschichte mal mit euch teilen kann. Diese Liebe quasi, ja, die ich für den Moment hatte. Ja, du konntest den voll durch den Heiligen Geist sehen. Ein anderer wäre vielleicht da total mitgenommen und würde nichts mehr verstehen und wäre verwirrt gewesen, aber du hast ihn durch den Heiligen Geist schon sehen können. Ja, ja, ich denke auch. Also jeder liebevolle Gedanke ist wahr. So. Der ganze Wert der richtigen Wahrnehmung liegt in der unvermeidlichen Einsicht, dass jegliche Wahrnehmung unnötig ist. Ja, da musste ich dann einfach einsehen, der Film an sich, die Mythologie spielt keine Rolle. Nur der Geist dahinter. So. Das beseitigt die Blockade gänzlich. Vielleicht fragst du, wie dies denn möglich ist, solange du in dieser Welt zu leben scheinst. Das ist eine vernünftige Frage. Du musst jedoch sorgsam darauf achten, dass du sie wirklich verstehst. Wer ist das Du, das in dieser Welt lebt? Wow. Wer ist das Du, das in dieser Welt lebt? Der reine Geist ist unsterblich und Unsterblichkeit ist ein konstanter Zustand. Es ist jetzt ebenso wahr, sie ist jetzt ebenso wahr, wie sie es immer war oder jemals sein wird, weil sie überhaupt keine Veränderung beinhaltet. Sie ist weder ein Kontinuum, noch kann sie durch einen Vergleich mit einem Gegenteil verstanden werden. Erkenntnis beinhaltet niemals Vergleiche. Das ist der Hauptunterschied zu allem, was der gespaltene Geist erfassen kann. Wer ist das Du, das in dieser Welt lebt? Ich. Ja. Ja. Ja, also die Frage ist ja, vielleicht fragst du dich, wie dies denn möglich ist. Also wie kann es denn wahr sein, dass ich begreife, dass jegliche Wahrnehmung unnötig ist? Und das ist eine vernünftige Frage, aber du musst sorgsam darauf achten, wer ist das Du, das in dieser Welt lebt? Also er bittet dich halt, deine gesamte Identifikation loszulassen, die du hier hast. Und wie ist das möglich? Durch den offenen Geist. Aber wer ist das Du, das in dieser Welt zu leben scheint? Mir kommt gerade die Geschichte, dass wenn Menschen ins Koma fallen und sie nichts mehr wahrnehmen, wenn das zu lange geschieht, dass es dann die Menschen hier die Welt findet, da kann man ja einfach die Maschinen abstellen. Aber
Aber Gott, da kann man nicht abstellen. Nie, nie, nie. Wir sind so in Beziehung zu Gott, da kann man nichts abstellen. Mhm. Drum braucht man gar keine Wahrnehmung, um richtig zu sein. Niemand. Wer ist das, was in dieser Welt lebt? Ein Niemand, ein Traum, ein Konstrukt. Ja, ja. Diese Welt ist eine Welt, die ich will. Jenseits dieser Welt kommt mir jetzt. Ich glaube ja, das ist eine Frage, die jetzt keine Antwort so braucht, sondern einfach nur dieses Gefühl. Weißt du ja, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht beantworten, wer dieses Du ist, so, sondern einfach nur gucken, weißt du, wer ist dieses Du, das in dieser Welt zu leben scheint? Und in dieser, und wenn ich das, also wenn ich jetzt so in mich reingehe und diese Frage resonieren lasse, dann nehme ich meine, also dann nehme ich diesen sogenannten Abstand von meinen Gedanken oder von meiner Identifikation. Also es ist dann sozusagen eher eine rhetorische Frage. Oder ein Kohlen oder sowas. Also das ist ja, wozu mich dieser ganze Kapitel eigentlich hinbringt, ja. Dass ich einfach sage, ich kapiere eigentlich gar nichts. Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich habe Assoziationen dazu und die sind manchmal stimmig und manchmal holprig und manchmal belanglos und manchmal tiefgründig, aber im Grunde verstehe ich es tatsächlich nicht. Nicht wirklich, ja. Und das ist ja das Beste, was mir passieren kann. Der Heilige Geist akzeptiert, ne? Wie Dorothea ganz am Anfang schon gesagt hat, ne? Die Selbstakzeptanz. Das Ego analysiert, der Heilige Geist akzeptiert. Und ich muss wirklich, da spreche ich nur von mir, jetzt nicht von euch, die ihr da gute Impulse gebracht habt, sondern wirklich von mir, da bin ich ganz selbstkritisch. Ich liebe es zu analysieren und zu verstehen und es auseinanderzunehmen und irgendwie einen Lösungsweg zu suchen oder nochmal anzusprechen und lalala, ich liebe das. Und ich werde es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile weiterführen, ich weiß es nicht, aber ich muss immer wieder akzeptieren und einfach einsehen, dass es halt nicht wirklich hilfreich ist, dass ich es hier nicht verstehen werde. So, mit dem nicht werde ich es nicht verstehen. Und ja, das ist halt die Lektion der Demut. So. Es ist auch so ein Bedürfnis, dass ich gestillt bekommen möchte, nach meinen Wünschen, ne? So Erkenntnis, Verstehen und so. Aber meine Wünsche werden hier nicht erfüllt. Und zum Glück. Denn meine Wünsche sind Verwirrungen, Irrungen und Verwirrungen. Und ich habe Anspruch auf die gesamte Erkenntnis. Also ich es führt mich zu dem rechtgesinnten Geist und darin bin ich zufrieden. Ja? Das reicht fürs Erste. Sie ist so, der reine Geist ist unsterblich und Unsterblichkeit ist ein konstanter Zustand. Sie ist jetzt ebenso wahr, wie sie es immer war oder jemals sein wird, weil sie überhaupt keine Veränderung beinhaltet. Sie ist weder ein Kontinuum, noch kann sie durch einen Vergleich mit einem Gegenteil verstanden werden. Erkenntnis beinhaltet niemals Vergleiche. Das ist der Hauptunterschied zu allem, was der gespaltene Geist erfassen kann. An anderer Stelle sagt er, arbeitet mit Kontrasten. egal, also ich werde es nicht verstehen. Ich darf zurücktreten und es mir zeigen lassen.
Und ja, das heißt nicht, ich werde es ja eh nicht verstehen oder sowas. Nein, du hast ein Anrecht darauf, es zu verstehen, aber versuch es eben nicht alleine. Geh mit Gott ins Gespräch, geh spazieren und frag ihn so. Ja, ne? Gehst du auch spazieren, Kerstin? Ich auch. Wie ein kleines Kind rede ich dann mit meinem Vater. Auch auf die Gefahr hin, dass er mich nicht hört, weil nicht immer weiß ich, ob er mich hört. Oder ich habe natürlich Ängste. Hörst du mich überhaupt und so weiter? Aber das darf er dann alles wissen. So. Und es ist jedes Mal, je mehr, desto besser. Jetzt ist es schon weit über die Zeit hinaus und ich lade euch nochmal ein, still zu werden. Und ich hoffe, ihr habt eure Erkenntnisse gewonnen oder sowas. Oder Verbundenheit gefühlt.